Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal erneut mit einem neuen Mikrofon. Hier ist eigentlich 50. Jo. Passen wir uns mal schön an. Ja, ich habe jetzt wieder ein neues Mikro gekauft. Für, glaube ich, 9 Euro oder so. Und das fahre ich jetzt mal kurz. Ich habe mein Mikrofon, dieses Zoom H1, womit ich den Motorsound aufnehmen kann, hinten drin. Das ist jetzt nur eine kurze Fahrt, weil ich gleich um 19 Uhr wieder weg muss. Es ist jetzt 18 Uhr. Um zu schauen, ob ich es schaffe, dass ich mit diesem Zoom H1 aufnehmen kann, alleine. Und den Ton dann unter meine normale Stimme mischen kann, so dass ich die Windgeräusche, die hoffentlich weniger sind als bei den anderen Videos, dadurch kompensiert werden, dass man schönen Motorsound hat. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich habe das bei einem US-Fahrer gesehen, da hat das relativ gut geklappt. Ich weiß halt nur nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil ich weiß halt auch nicht, ob das gleiche Input-Level, was ich für die GoPro nutze, bei dem Zoom H1 auch für einzelne Aufnahmen funktioniert. Also wenn das Zoom H1 nur auf eine Speicherkarte aufnimmt, ich habe da eine 2 GB Speicherkarte eingelegt, mit der gleichen Qualität nehme ich auf wie bei der GoPro, also 192 Kilobits MP3 nimmt der, glaube ich, auf, genau. Und der Sound dürfte theoretisch relativ gut sein, wenn das Input-Level stimmt. Ich habe das jetzt auf Level 15. Wer so ein Zoom H1 hat, der weiß, was genau damit gemeint ist. Das hatte ich übernommen von der Aufnahme, wo ich die GoPro per Adapter mit dem Zoom H1 gekoppelt habe und dann halt mit der GoPro Hero Session am Helm aufgenommen habe. Und genau, und das will ich jetzt vermeiden, weil die Session hat halt eine schlechtere Bildqualität als die GoPro Hero 4. Und deswegen möchte ich gern das einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert, so wie es mir. Weil wenn ich den Ton einzeln aufnehmen könnte im Rucksack, dann wäre das schon mega. Dann könnte ich nämlich unter jedes Video einen geilen Motorsound packen und entsprechend die Windgeräusche hoffentlich überdecken. Oder es überdeckt meine Stimme. Also das kann natürlich auch sein. Aber das wäre natürlich der Idealfall, wenn ich die Windgeräusche, die beim Motorradfahren entstehen, mit den Motorgeräuschen überdecken könnte, aber meine Stimme noch hört. Genau, das habe ich halt vor und jetzt fahre ich halt hier die übliche Strecke sozusagen. Also jetzt nichts Besonderes, hier bin ich, glaube ich, schon 1000 Mal lang gefahren, auch mehrfach in Videos schon. Aber hier kann man halt auch mal beschleunigen. Ohne dass es jetzt gleich jemanden stört vielleicht, außer hier die Fußballspieler. Heute ist nichts los. Und dieses eine Häuschen, wenn wir da vorbei sind, kann man mal fahren. Das ist erstens ein Test des Mikrofons im Helm, wie es sich verhält bei Windgeräuschen. Jetzt ist es heute super windstill, beziehungsweise gut, ich habe Gegenwind eigentlich. Aber das sind halt Bäume und deswegen wird es wahrscheinlich relativ windstill sein. Ich will die Anwohner hier natürlich nicht nerven mit meinem Motorsound. Aber da hinten können wir mal. Also nicht, da ist eigentlich nichts los. Also man, ich habe mich immer gewundert, wieso meine Maschine, wenn ich Schnack beschleunige, dann rausrollen lasse, dass die so bei 5000 Umdrehungen ungefähr so einen kleinen Ruck kriegt. Ich habe das bei den Videos dann gesehen, dass das genau die Stelle ist, wo sie dann knallt. Ja, das ist halt schon, jetzt weiß ich auch, genau jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man den Knall dann auch wirklich aufgenommen hat, aber das ist halt der Punkt, wo sie dann halt wirklich knallt. Es gibt so einen kleinen Ruck im Motorrad und genau jetzt wollte ich nochmal 100 fahren. Hier ist nämlich 100 erlaubt, nicht, dass sich jemand wundert, das ist nämlich außerhalb der Stadt, wie dann die Windgeräusche halt im Helm sind. Ich habe das jetzt nochmal neu, also das Mikrofon, was ich gekauft habe, habe ich zerlegt. Das war nämlich so ein großer Knubbel. Ich werde das Mikrofon, was ich jetzt nutze, dieses Mal auch wirklich in der Beschreibung verlinken, damit ihr, wenn es eine gute Qualität hat, dann natürlich auch kaufen könnt, wenn ihr Motovlogger seid. Oder wenn es halt schlechte Qualität ist, dass ihr
das dann nicht kaufe, weil es halt nicht funktioniert. Das kann natürlich dann auch gut sein. Ich schaue mal kurz, ob das überhaupt alles drin ist, weil ich habe das gestern so ein bisschen gut befestigt. Ja, wird schon passen. Genau. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Der Grund ist natürlich der, wenn ich zum Beispiel Autobahn fahre oder Landstraße fahre und da was erzählen will, hört man mich immer sehr schlecht. Und ich spreche schon sehr laut, weil ich habe Ohrstöpsel drin und spreche allein dadurch, dass ich mich nicht hören kann, so richtig gut, automatisch lauter. Und das ist halt einerseits gut, weil man mich gut hört, wenn ich halt in der Stadt fahre. Aber andererseits natürlich schlecht, weil die Windgeräusche durch den Helm, weil der Helm halt irgendwie vorne sehr laut ist, also da, wo ich das Mikro halt habe, so in meiner rechten Backe habe ich, also neben meiner rechten Backe habe ich das Mikrofon, da ist das dieses Windgeräusch irgendwie mega stark, obwohl ich hier alles geschlossen habe. Also mir ist auch mega warm jetzt, obwohl es nur 18 Grad sind. Ich habe mir auch dieses Thermofutter reingehauen, obwohl es voll sinnlos war. Gestern war es halt super kalt mit 7 Grad. Heute ist halt super warm, irgendwie das Wetter spielt verrückt, obwohl wir schon Mai haben. Aber ist ja auch egal, genau. Und das ist halt jetzt auch der Test, weil ich habe Bock auf der Landstraße zu fahren, so wie jetzt, und da halt was zu erzählen und nicht immer nur in der Stadt rumzufahren, und auf der Landstraße hört man mich halt nicht. Also das ist halt entweder wird es darin enden, dass ich vielleicht einfach irgendwie den Motorsound dann teilweise einblende und dann halt rumswitche in zum Beispiel zu einer Stadtszene, wobei das Fahren in der Stadt mich absolut nicht bockt. Also ich habe überhaupt keinen Bock in der Stadt zu fahren. Andauernd rote Ampeln, andauernd muss man anhalten, andauernd kann irgendwas passieren, weil die Autofahrer halt fahren, wie sie wollen, nicht blinken. Ist euch mal aufgefallen, dass sehr viele Autofahrer mittlerweile einfach bei Rot fahren? Ich bin neulich Motorrad gefahren, da habe ich bei Orange gebremst und ich war schon wirklich spät dran. Und hinter mir hat gedacht, ich fahre drüber und hat dann hinter mir eine Vollbremsung angezeigt. Das hatte ich schon mal in meiner Compilation, in einer der ersten Compilations. Das Format will ich ja wieder auflegen, wenn mal wieder was Spannendes passiert. Schon mal, dass die Menschen denken, dass Motorradfahrer irgendwie Rowdies sind und dass die einfach über Rot fahren oder dunkel-orange. Das war schon wirklich. Ich habe einfach runtergeguckt, weil mein Tank leer war. Ich musste gerade auch tanken. Ich hatte irgendwie nur noch 30 Kilometer Restreichweite, genau. Und das war halt schon, der wäre mir hinten drauf gefahren, weil er einfach gedacht hatte, ich als Motorradfahrer, ja, der fährt einfach. Aber man merkt es auch, wenn ich Auto fahre, die Menschen fahren einfach über Orange oder Rot, oh, gut gesehen, über Orange oder Rot und scheren sich dann nicht. Ich bin schon mit dem Auto über Orange gefahren. Und hinter mir war es hundertprozentig schon, sind noch zwei Autos hinter mir gefahren. Also irgendwo, und das sind keine Taxis oder so, wie man jetzt schimpfen würde, oh, Taxifahrer oder so, fahren jetzt einfach über Rot, so wie es ja in Berlin oft der Fall ist. Nee, das ist halt wirklich so, dass die Menschen irgendwie keinen Bock mehr haben, bei Rot anzuhalten. Die sind irgendwie voll gestresst. Also ich verstehe das gar nicht, dass die Menschen so gestresst bei Autofahren sind. Ich verstehe es natürlich, wenn man nach der Arbeit schnell nach Hause möchte oder sowas. Aber das war ein normaler Feiertag. Also das war jetzt hier im Auto am 1., wo es ein Feiertag ist. Da hatte ich ja frei, konnte ich halt nichts machen. Habe ich ein Foto bei Instagram geteilt, genau, wo ich halt an der Brücke stand. Er wollte eigentlich spazieren gehen, aber der Wind war so heftig und da hatten wir einfach keinen Bock rauszugehen. Dann saß ich halt im Auto kurz abgechillt und dann ging es halt wieder zum Essen. Genau. Und ja, das war es halt so, dass immer weniger Menschen irgendwie auch wirklich Bock haben anzuhalten. Also ich habe kein Problem, wenn man vorausschauend fährt, hat man eigentlich kein Problem damit, irgendwie anzuhalten oder so. Und man merkt ja auch zum Beispiel, dass Autofahrer dann übelst aggressiv auffahren und so solche Sachen. Also ich meine das ja als Autofahrer gegen Autofahrer, weil wenn mir hinten einer reinfährt, hat man ja auch keinen Bock, irgendwie eine Vollbremsung zu machen oder stärker zu bremsen und so. Das regt mich halt schon ein bisschen auf. Im letzten Jahr waren es die Blinker. Die Blinker werden immer noch nicht geblinkt, das haben wir ja schon mehrfach zum Thema gehabt. Aber dass man jetzt mittlerweile auch über Rot einfach fährt, weil es hat ja irgendwie auch keine Konsequenzen. Es gibt hier in Wilhelmshaven, glaube ich, 3 Blitzer, die in bestimmte Richtung blitzen, wenn man über Rot fährt. Aber in die andere Richtung halt nicht. Und da habe ich neulich erst gesehen, ich wäre Linksabbieger, wäre halt auf der größten Kreuzung hier bei Kombi. Ich bin Linksabbieger und von der gegenüberliegenden Seite, ich war schon halb auf der Kreuzung, fährt da einfach rüber.
was halt an der Ampel irgendwie keinen Rotblitzer gibt. Also total asoziales Verhalten irgendwie von diesen Autofahrern, die halt, als ob die Ampeln jetzt so übelst lang wären oder so. Das ist auch irgendwie, keine Ahnung, die haben halt irgendwie wahrscheinlich dann auch andere Probleme, wobei mir das halt aufgefallen ist, dass das in letzter Zeit wirklich sehr, sehr, sehr häufig vorgekommen ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in letzter Zeit mehr Auto gefahren bin, dass ich das halt intensiver gemerkt habe. Im letzten Jahr bin ich nicht so viel Auto gefahren, aber naja, das ist halt, es ist halt so, wie es ist. Und ich hoffe, dass ihr euch an Regeln haltet. Wenn rot ist, dann fährt man halt nicht. Oder wenn orange wird, oh, da ist ein kleiner Hund hinten drin, ich habe nur den Schwanz gesehen. Dann fährt man halt nicht über die Ampel, dann wartet man halt kurz. Und außerdem, viele Autos haben ja mittlerweile Start-Stopp-Funktion, da spart man sogar noch Sprit, wenn man kurz stehen bleibt. Mein Auto geht ja, also dieser Renault Megane 4, der geht ja schon bei 6 Kilometer pro Stunde aus. Manchmal rolle ich halt so an die Ampel und erschreckt mich dann immer, wieso der Wagen ausgegangen ist. Denke ich mir, scheiß abgesoffen oder so. Aber dann, und einmal hatte ich das Problem, dass ich bin gerollt, also super langsam mit 6 Kilometer pro Stunde. Dann geht das Auto aus, auf einmal geht die Ampel auf grün. Das braucht natürlich dann immer so 1, 2, 3 Sekunden, bis das Ding wieder dann anspringt. Und das war ganz lustig. Dann ist der hinten mir schon so ein bisschen aufgefahren, hat ein bisschen gedrängelt, hat schon ein bisschen böse geguckt. Aber naja, das ist halt so. Wenn man Start-Stopp aktiv hat, dann spart man. Aber ich spare wirklich viel Sprit mit, besonders wenn man in der Stadt fährt, spart man mit dieser Start-Stopp-Funktion überraschend viel Sprit. Also mein Verbrauch Diesel 1,5 Liter liegt aktuell bei 4,5 Litern. Und ich fahre zu 60% in der Stadt. Sonst ein bisschen Landstraße, ein bisschen Autobahn. Nichts Besonderes. Also das ist schon ein richtig guter Verbrauch, wobei ich auch den Eco-Modus nutze, also ist auch nicht die volle Leistung zur Verfügung. Man hat dann manchmal so das Gefühl, im Gegensatz, also das ist noch aggressiver als bei diesem Motorrad. Also wenn ich hier den Rain-Mode anhabe und dann Gas gebe, dann passiert halt schon was. Aber bei diesem Renault ist halt, da kommt man halt an so einen Punkt, wo es dann halt nicht weitergeht. Genau, ich habe im Grunde jetzt nur gelabert, um das Mikrofon zu testen. Ihr könnt ja mal bewerten, was ihr davon haltet, ob das jetzt besser ist als bei der vorherigen Version oder schlechter. Und also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal, schöne Restwoche. Die Woche ist ja mega kurz, die nächste Woche ist, glaube ich, auch mega kurz. Ich glaube, da habe ich auch irgendwie, ist da nicht irgendwie was, oder übernächste Woche irgendwie sowas. Ist dann, glaube ich, auch kurz. Und ja, dann weiterhin gute Fahrt, übertreibt das nicht. Hier regnet es leider sehr oft. Aktuell soll es wenigstens schön werden, am Wochenende soll es schön werden. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Motorradfahren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bewertet bitte den Sound, ob der gut ist oder ob er halt schlecht ist, dann suche ich weiter nach. Vielleicht sollte ich einfach ein rotes Mikrofon kaufen oder so, die dann hoffentlich ein bisschen besser sind. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.